Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir waren ja eigentlich in der letzten Folge woanders. Oder beziehungsweise wir haben die letzte Folge woanders geendet. Habe ich jetzt das Ding eigentlich gescannt? Ja. Ich habe ein paar kleine Missionen gemacht. Was nichts Besonderes war. Bis auf eine. Das war die Frau, die wir am Anfang geredet haben, weißt du, die wo nackt in der Badewanne gelegen ist, die wir mal rausgeholt haben. Da habe ich scheinbar irgendeinen Auftrag aus Versehen für sie erledigt. Und sie hat ein bisschen Verfolgungswahn scheinbar. Das war aber schon das Einzige, was ich verpasst habe, weil das Problem war, mein Mikro war aus. Komischerweise. Frag mich warum, ich habe keine Ahnung. Dann bin ich ins Afterlife, da bin ich angelabert worden, wollten irgendwas machen und dann habe ich gemerkt, oh, Mikro geht nicht. Das heißt, ich habe nochmal geladen an der wichtigen Stelle, weil der Rest war halt wirklich nur ein bisschen in der Stadt missbauen. Warum ist da 1, 2, 3 oder so? Hä? Triff dich mit Takemura, begib dich zum Afterlife. Wie geht es zur Kapelle? Achso, ja, genau. Das ist das Wichtigste, was wir eigentlich gekriegt haben. Dieser Mr. Han oder wie der Typ geweisen hat, hat sich gemeldet, dass mir ein Auftrag für die Maabtan Pelen oder da, was weiß ich, oder ich glaube, das Ding heißen, für diese Voodoo-Anhänger da machen können, damit wir dann mit der Chefin sprechen können. Das ist das Einzige, was eigentlich wirklich passiert ist. Und ich habe bei technischen Fähigkeiten was in Komponenten gesteckt. Was kam noch? Genau, ich habe erzählt, wie doof ich war, dass ich die Komponenten ignoriert habe. Bei der IDM-Herstellung gibt es ja die vier Dinger. Und ja. Warte mal, was? Cocktailspieß. Achso, ne, brauche ich nicht. Schwarzes Einhorn. Erforderliche Vorteil Technik-Genie. Warte mal, ich brauche das blöde Katana auch. Blockiert? Achso, da steht dann herstellen, ne? Ist auch blockiert. Schwarzes Einhorn, episch. Hab ich das noch? Ich bin gerade bei meinem Inventar. Katana. Wo geht ich schwarzes Einhorn her? Ich habe das scheinbar nicht, oder? Cocktailspieß. Katana. Doch, ich habe schwarzes 100. Okay, das darf man nicht wegtun. Kann ich das überhaupt verkaufen? Scheinbar. Okay, wir haben schwarzes Einhorn. Aber wir brauchen diese Komponenten. Und mein Problem ist, ich bekomme diese Komponenten nur raus, wenn ich das zerlege. Also goldene Objekte. Davon habe ich leider nur zwei, die ich zerlegen kann. Da kriege ich plus eins. Bei dem würde ich plus eins kriegen. Und dann müssen wir halt noch ein paar Lidernetze zerlegen und dann könnten wir uns dieses Katana bauen. Was halt richtig übel ist. Mit 705 zu Grad 320 oder so. Wäre schon sehr geil. Wäre schon fucking geil. Deswegen bin ich fast am Überlegen, ob wir unseren Charakter nicht in technische Fähigkeiten irgendwas investieren. Das ist bloß die Frage, da brauche ich 5, 11, 11, 12, 5. Passive Junk Items werden automatisch zerlegt. Granaten verursachen 10% mehr Schaden. Inus besteht eine Chance von 5%, eine Gratis-Komponente derselben Qualität wie der des zerlegten Inus zu erhalten. Boah, da brauche ich 7. Diesen Vorteil zu sein. Verbrauchsgüter sind 25% aktiver. Ermöglicht das Herstellen von seltenen Items. Ja, da ist eigentlich wirklich nur das da. Aber warte mal, Techie. Du kannst Drohnen, Max und Dropper mit einer Chance von 5% einem Waffenmod oder einem Waffenbausatz erbeuten. Das ist eigentlich alles geil, ey. Das ist doch scheiße. Ich meine, hier gibt's so viel Zeug. Hier gibt's so viel Zeug, ey. Warte mal, was waren hier noch? Kampfmaschine. Habe ich da was? Nee. Waffenrückstoß. Ja, bevor wir jetzt hier lang rumlabern, wir lassen jetzt das erst nochmal. Wir gehen jetzt ins Afterlife. Um die Rogue zu treffen. Rogue? Rogue heißt sie. Rogue, ja. Da war ich schon kurz drin. Und habe dann auch einen Charakter gesehen, den ich aus einem Guide gesehen habe, weil ich nachgeschaut habe, welche Romance-Optionen was läuft, was gibt. Und zwar hier.
Probleme, dieses Netz, in dem ich gefangen bin. Das hast du gesponnen. Das weißt du genau. Ich habe alles verloren. Nochmal deinetwegen. Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rock? Fick dich einfach. Pass auf wen du dich einlässt. Das ist nämlich die Pen & Palmer. Eine von denen, mit denen man was anfangen kann. Oder eigentlich die einzige, muss ich zugeben. Achso, ja stimmt, der Typ will mir auch was geben. Was gibt's zu tun? Nennen wir es eine Lieferung. Von A nach B. Schnell und unauffällig. Erzähl mir mehr. Es ist ganz einfach. Du gehst zum Kabuki-Ufer, holst das Paket ab, rufst mich an und ich sag dir, wo du es hinbringst. Easy peasy. Die Bezahlung? Keine Sorge, du bekommst auch einen Boden. Importiert und so. Natürlich, alles ganz einfach. Sag ich doch. Ist einfach eine gut bezahlte Lieferung. Also, machst du? Na klar, ich mach's. Ich wusste doch, dass wir zwei uns einigen. Geh zum Kabuki und such da nach einem Kühlschrank, auf dem No Future steht. Nimm was drin ist und ruf mich dann an. Anschließend sage ich dir mehr. Gut, bis später. Okay, und da habe ich dann gemerkt, dass mein Mikro für den Arsch ist. Man kann leider bloß mit ein paar eine Romance-Option anfangen. Ein paar sind, glaube ich, One-Night-Stands oder irgendwie sowas. Leider hast du als Typ hier voll die Arschkarte. Weil die Judy kannst du nur als Frau eine Beziehung anfangen. Die Panam kannst du nur als Mann eine Beziehung anfangen. Ist in Ordnung. Und dann gibt es halt noch zwei Typen, mit denen du halt nur als Frau was anfangen kannst. Ja, wow, ist halt gar nichts, ne? Für ein Spiel in der Größe ist das ein bisschen schwach. Rogue, ich will mit dir reden. Schon gut. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Mein Name ist V. Und was willst du von mir, V? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße. Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Sag ihr die Wahrheit. Deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich suche einen Mann. Anders Hellmann, ein Top-Techniker. Hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann, besorg mir seine Infos. Ha. Danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens. Dexter DeShawn, Jackie Wells, Tiba. Bei dir läuten die Alarmglocken. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Ist das alles nur einer Pechsträhne zuzuschreiben? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Saka Tower an, wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Sie alle kannten die Risiken. Solche Scheiße passiert halt. Und zwar jedem. Selbst den Besten. Selbst dir, Rogue. Arasaka Tower. Schon vergessen? Wen hast du da verloren? Johnny... irgendwas? Ah. Du hast dich gut vorbereitet. Natürlich. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies aus. Siehst du? 15! Das sollte reichen. Komm morgen wieder. Dann reden wir. Warte, bis Rogue bereit ist. Ah, scheiße, ich hab nur 15.000 dafür ausgehauen. Ich wollte doch zum Ripper Dog gehen. Was ist denn jetzt hier los? Achso, warten. Ernsthaft? Ich will zu Rogue. Sie erwartet mich. Hey Rogue, bin wieder da. Und? Mit Hellmann? Zwei bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich.
Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kang Tao. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kang Taos Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle, habe im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern, nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Gut, und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Pong. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panam ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Gut, sag mir, was du weißt. Rocky Ridge, eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auf. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Alles klar. Danke. Viel Glück.
Ich habe jetzt eigentlich erwartet, die sagt irgendwas von... Rogue Amandaris. Richtig. Über mein Angebot. Nein, will ich nicht. Willst du jetzt reden? Ja, reden wir über Straße. Gerne, aber nicht viel. Bin nach der Schicht in meiner Werkstatt. Ja, ja, das wissen wir. Wir reden dort. Bis dann. Wir reden später weiter. Ist das ein Cyborg? Okay. Habe ich jetzt gehofft, er sagt irgendwas über... Über den John... Relic-Fee-Funktion entdeckt. Ich muss kotzen. Wird er kurz? Wo muss ich eigentlich hin? Oh, die Fee-Funktion ist weg. Okay. T. Panam Palma. F. Hallo. Hey, Panam. Hab deine Nummer von Rogue. Mein Name ist V. Ganz toll. Wie will die sadistische Schule mich als nächstes ficken? Was zwischen Rogue und dir abgeht, geht mir am Arsch vorbei. Ich hab einen Job für dich. Gut, aber ich bin derzeit ausgelastet. Wegen der Ware und deinem Auto? Du willst sie zurück? Dabei kann ich dir helfen. Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Okay, das hätten wir. Das kann ich eigentlich alles anrufen. Alter, die haben alle irgendwelche Nachrichten. Takemura. Geht's dir gut? Du bist im Asphalt? Der Auto hat's komplett zerlegt. Auf und davon! Warum stehen die da vorne eigentlich noch? Alter, ihr kommt doch niemals durch diese Scheißstadt oder so. Was hab ich jetzt gemacht? Ist das der Fotomodus? Oh ja, tatsächlich. Cool. Der muss ganz cool sein, weil... Scheiße, jetzt hab ich wieder statt auf M auf N gedrückt. Verdammt. Oh shit, es gibt so viel Zeug, Mann. Alter, wir müssen uns mit hier draußen treffen. Und da wird dann wahrscheinlich hier das Ding sein, ne? Da ist scheinbar eine Kleinstadt. Ripper Dog. Ah, wir haben jetzt nur noch 18.000, das nervt mich fast ein bisschen. Ich sprich mit Victor. Human Nature, Fahrzeug kaufen. Nee. Geht zu Wilsons Schießstand. Hallo? Nimm das. Big in Japan. Okay, und wo wäre das? Da oben. Komm, der sagt, da gibt's einen Haufen Kohle dafür, dann gehen wir mal. Und das Ding ist eigentlich angefahren? Wo habe ich das nochmal hingefahren? Ah, da steht's. Alter! Was war das für ein Käse, du dämlicher Trottel? Es ist scheiß Mofa wollte ich schon sagen, Motorrad. Das hat einen Wendekreis wie ein Panzer.
ist wie GTA. Am Anfang fahre ich noch der Straße hinterher und irgendwann mache ich meinen eigenen Scheiß. Da, schau. Boah, braucht das lang zum... So, 3,75, weil wir müssen ein bisschen Kohle machen. Ich würde gerne den Victor auszahlen. Einerseits würde ich auch gerne den Mantis klingen. Hä? Warum will der, dass ich außenrum fahre? Oh ja, wir sind wieder da, wo ich vorher war. Hier habe ich ein paar Gegner gekillt. War nur ein kurzer Auftrag. Gegner killen, fertig. Was? Hat er Vendodexer? Oder war das Watte? Also. Auf Japanisch. Kühlschrank mit der Aufschrift No Future. Da steht doch nicht No Future drauf, Alter. Combat Zone. Da steht nicht No Future drauf, Alter. Ach so. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Da gibt's mehrere Kühlschränke. Was zur Hölle sind das für Kühlschränke, Mann? Da oben geht's denn auf? Will ich da hoch? Bin mir gerade nicht sicher. Ihr habt den Kühlschrank mit No Future? Nein? Okay. Die Kühlschrank mit No Future? Da! Oh, Scheiße. Mitgenommen aus. Aber er lebt. Mal sehen, was Dennis dazu zu sagen hat. Hey, wie läuft's? Hast du das Paket? Hättest ruhig sagen können, dass das Paket ein Typ ist. Naja, wenn das eine Kiste Äpfel gewesen wäre, wäre ich zur Post gegangen. Und wer ist der Typ? Der heilige Hieronymus, meine Fresse. Spielt doch keine Rolle, wer das ist. Ich habe ein Auto bereitgestellt. Leg den Mann in den Kofferraum und fahr Richtung Northside. Die Adresse ist im GPS. Okay. Noch was. Pass auf die Tigers auf. Wir haben es auf deinen neuen Begleiter abgesehen. Moment mal, was? Leg der Wichser einfach auf. Oh. Tiger? Hä? Wer sieht mich? Irgendwer sieht mich. Oh, die da oben. Und Kopf ab. Oh, die kommen alle. Ich hab doch nichts. Ich will ja auch nichts von dir. Alter, was war denn das? What the fuck? Super. Ich hätte so mit Augenneustart wahrscheinlich ausschalten sollen, wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen.
soll das? Komm schon, mach hinne. Ich geh mal vorbei. Jetzt muss der Scheiß aber auch erstmal wieder. Wer sieht mich? Keiner. Warum zur Hölle kommst du jetzt daher? Na 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 3, 2, 1, go! Dass der das nicht merkt, Mann. Sollte der nicht irgendwie reagieren? Dein Gesicht weg! Zurück! Oder du bereust! Ja, ich gehe ja schon! So ist es recht! Ich hab das Sagen! Oh! Ah, fuck! Das Blutbad beginnt! Oh! Ja, ich weiß, mein Fehler. Oh Gott! Polizisten? Jetzt ist die Frage, wie lange? Ah, komm! Warte mal. Wo ist denn der da? Alter. Schnell, lauf. Es sind nur zwei Polizisten. Oh scheiße, der Penner hat mich gesehen. Der hockt da so, was geht ab, Mann? Alles Roger. Komm schon. Shit, Mann. Oh fuck, da vorne sind noch welche. Ablegen. Keiner kennt mich. Keine Ahnung, warum ich den abliefern soll, aber wenn's... Oh. Kampfmaschine, erhöht Panzerung. Okay, die haben mich jetzt ignoriert. Sehr schön. Aber habe ich jetzt irgendwie... Kopfgeld? Ich hätte es nochmal lesen sollen, ne? Ich habe schon wieder vergessen, was das eigentlich macht. Sprich mit Dennis. Dennis hatten. Scheiß auf Dennis, ich will dieses goldene Katana haben. Job ist erledigt. Das sehe ich. Gute Arbeit. Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Dennis hat mir Hoffnung gegeben. Also, wer ist der Typ? Er wird dir alles erzählen. Haruyoshi? In Japan, Institut Nummer 1 gewesen. Und ganz ruhiger Hand. Eines Tages
Zeuge der Klaus Boss braucht Opfe. Aber findet es passiert. Was tut? Zeuge der Klaus sehr böse. Ich verstecke in Fischerboot und komme zu Amerika. Dann ist mein Leben gerettet. Mein Geheimnis ist groß. Ich töte Tiger Klaus Boss mit Absicht. Ich guter Chirurg, der Beste. Das ist alles sehr nett, aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Warte mal, die war golden, ne? Und voll für den Arsch eigentlich. Nein, die ist nur blau. Warum? Oh, nee. Die ist ja nur blau. Oh, Mann. Aber war die denn gerade golden? Es ist doch blöd. Rucksack. Da, die hat doch Skalpell. Aber warte, die hat 75 bis 72 Schockschaden, 15% kritische Trefferchance, 10% kritischer Schaden, 10% auf Chance auf Stromschläge. Sande, bis dann aktiv ist. Erhöht sich die kritische Trefferchance um 50% der Treffer lösen Bluten aus. Fuck, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geiler wäre, ne? Ah, ne, aber da physischer Schaden plus 103, ne? Shit. Aber wenn ich das zerlege, kriege ich nichts Gescheites. Ist doch scheiße. Ah. Ich habe ja noch bloß das Zeug. 100 Aufladung. Schwarzmarktbatterie, Cyberware-Mod. Oh mein, KKKKK, Inventar. Wo war's denn? Da ist Inventar. Cyberware. Und hier kann ich die reinstecken irgendwo? Hey, warte mal. Was ist denn das? Synapsen-Burnout. 883 physischer Schaden verursacht mittleren Schaden, der abhängig von der fehlenden Gesundheit des Ziels nimmt. Dauer 5 Sekunden. Ich bin immer noch nicht begeistert. Auch wenn die Klinge ganz cool war, was ist denn mit dir hier? Bist du ein Typ oder eine Frau? Du bist ein Typ, ne? Alles okay? Okay, er ist wirklich ein Typ.